Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum neuesten Video auf Easy Money. Wir befinden uns natürlich wieder in der Washington Community Franchise. Und vor dem heutigen Spiel habe ich tatsächlich wirklich richtig Angst. Ich glaube, wir könnten hier richtig auf die Schnauze kriegen. Werde aber natürlich alles dafür tun, dass es nicht passiert. Wir spielen nämlich heute gegen die 2-1, 86er Overall habenden Cleveland Browns, Digga. Also das ist brutal. Als allererstes will ich natürlich in die Liga reingucken und mal sehen, gegen wen die Browns denn bisher gewonnen und verloren haben. Okay, gegen die Chargers haben sie verloren. Chargers kann ich leider überhaupt nicht einschätzen, aber das ist schon mal gut, dass sie letzte Woche verloren haben. Vielleicht kommen sie dadurch mit ein bisschen weniger Momentum in diese Woche rein. Hier haben die Browns gegen die Texans gewonnen. 34-31. Okay, also eine enge Kiste. Und in Woche 1 38-34 gegen die Chiefs. Also gegen die Chiefs zu gewinnen, muss man erstmal schaffen. Ich kann den Chiefs-User nicht einschätzen. Beide Spiele jedoch super, super eng und eine Niederlage dabei natürlich auch. Dieses Team könnte also auch ganz einfach mal 0-3 stehen, wenn die beiden engen Spiele ein bisschen anders ausgegangen wären. Das beruhigt mich, um ehrlich zu sein. Ich hoffe, das ist ein gutes Zeichen. Wir gucken in die Stats rein. Mal gucken, was die Browns bisher so hingelegt haben. So, Wilson hat 862 Yards, 6 Touchdowns, 5 Interceptions. Also das ist völlig in Ordnung so. Das ist kein Übermensch anscheinend. Aber 73% Completion Rate ist nicht schlecht. Rushing haben wir Nick Chubb 269, 5 im Durchschnitt. Das ist eigentlich auch völlig okay. Average Yards per Game sind 90. Also das hält sich in Grenzen. Nick Chubb ist ein 99er Running Back. Von daher, das hält sich auf jeden Fall in Grenzen. Die O-Line ist auch ziemlich stark. Also vielleicht ist er gar nicht so gut im Laufen. Wie sieht es mit Receiving aus? Wer ist da ganz vorne? Okay, Austin Hooper auf jeden Fall. Wir müssen also definitiv auf den Tight End aufpassen. 19,2 Yards pro Reception. Der wirft bestimmt viele tiefe Bomben über die Mitte. Da müssen wir drauf achten. Ansonsten die Running Backs fangen sehr viele Bälle. Also wahrscheinlich ziemlich viele Checkdowns, ziemlich viele Screens und so weiter. Auch da müssen wir drauf aufpassen. Weiß gar nicht sogar, ob das kritisch für die CF ist, dass die Running Backs so viel fangen. Keine Ahnung. Der nächste Receiver oder der einzige Receiver, der hier irgendwie annähernd so viele Receptions hat, ist Claypool mit 7. Was auf jeden Fall auffällt, jeder gefangene Ball hier sind sehr viele Yards. Außer bei ihm hier, da sind 7,8 im Durchschnitt, aber ansonsten sind die hier alle weit über 10 Yards pro gefangener Ball. Also da müssen wir echt aufpassen. Wie sieht es in der Defense aus? Macht er irgendwie viele Picks oder so? Mal gucken, Interceptions. 3 Stück hat Ward. Okay, den Cornerback hat er höchstwahrscheinlich nicht selber gesteuert. Also auch das ist ein gutes Zeichen für uns. Wie sieht es mit Sacks aus? Weil der hat eine geisteskranke D-Line natürlich angeführt von Garrett. 2 für den Linebacker. Okay, Garrett hat bisher nur einen. Und Walker. Okay, was ist mit Tackles for Loss? Da hat er mit dem Linebacker 5, also vielleicht ist er ganz gut da drin, den Run zu stoppen und durch die Gaps zu shooten. Vergleichen wir das mal kurz mit der gesamten NFL, ob 5 Tackles for Loss viel sind oder nicht. 5 Tackles for Loss sind auf jeden Fall am besten, also mehr geht eigentlich nicht. Okay, das ist interessant. Na gut, Leute, dann haben wir den jetzt ein bisschen gescoutet. Team habe ich mir schon vor dem Video angeguckt. Er hat keinen krassen Star-Receiver. Er hat einen guten Tight End. Er hat eine gute O-Line. Er hat natürlich einen Monster-Running-Back. Zach Wilson auf Quarterback mit einem 83er oder sogar 87er Overall. Also ziemlich gut auf jeden Fall. Ansonsten natürlich eine Baba-D-Line, wo wir sehr, sehr vorsichtig sein müssen. Sehr, sehr schnelle Cornerbacks hat er und auch gute Safeties. Linebacker sind nicht so stark besetzt, außer die Middle-Linebacker-Position. Als allererstes haben wir aber Locker-Room calling it quits. A team leader considers retirement. Mal sehen. Considering heißt ja in Betracht beziehen, so, ne? Also darüber nachdenken so mäßig. Also der wird nicht jetzt retiren, aber wer auch immer das ist, denkt anscheinend gerade drüber nach. Brandon Scherf, habe ich mir schon gedacht. Hey Coach, I feel like my heart just hasn't been in the game lately. I'm thinking about hanging up the cleats. Got any advice? Let him retire. Convince him to stay. Definitiv, wir brauchen ihn. You're an integral part of this team and we really need you out there. Even 70 or 80% of you is better than a ton of players in this league. How do we make this work? Ja, ey, der ist unser einziger guter O-Liner. I guess I can't let the team down. As long as we're winning and playoff contenders, I'll be okay. But if my heart isn't in it and we're losing, I'm out, coach. Ja, macht Sinn. Macht Sinn. Soul searching. Right guard Brandon Scherf doesn't have his heart in the game, resulting in a significant hit to his ratings. Das tut weh. Winning will help right guard Brandon Scherf stick around while going on. A losing streak could lead
lead to his retirement. Okay, also ein bisschen noch mehr Druck, dass wir gewinnen müssen. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was der für einen Overall-Wert hat. Das müssen wir uns natürlich auf jeden Fall mal kurz angucken. Okay, shit, der Gegner macht Druck, der muss los. Okay, er hat einen 85er jetzt statt irgendwie einen 89er oder 90 oder so. Unser Gegner muss los, macht ein bisschen Druck, dass wir ins Game starten sollen. Wir haben aber hier noch einiges zu tun eigentlich. Quarterback Check-in ganz schnell. Wir skippen jetzt einfach durch. Continue to pass heavy, keep airing it out. Strive for balance, lose, hold to skip, bla bla bla. Okay, balance, beat the Browns and rush for 125 Yards, okay. Forecast heavy rain, ja, da wird eh nur gesagt, dass die Conditions jetzt irgendwie schwierig sind und dass wir dadurch wahrscheinlich ein paar Werte schlechter haben werden, aber das gleiche gilt ja für ihn, also auch das ist eigentlich relativ wurscht. Run the ball, hold to skip. Beat the Browns in Rack up 150 Rushing Yards. Okay, jetzt haben wir jetzt schon zwei Run Goals für dieses Spiel. So, ansonsten haben wir noch schnell Weekly Strategy. Da werden wir, glaube ich, auf den Lauf gehen. Nee, warte mal, wir werden auf tiefe Pässe gehen. Ja, Defend D-Pass ist ja auch schon angezeigt. Und offensiv gehen wir auf Run Inside. Schön natürlich weg vom Right End Garrett. So, jetzt noch ganz schnell Upgrade Players. Alter, ich muss mich beeilen, ey. Der Kollege tut mir leid, der meinte irgendwie, er muss dann nachher los. Alter, was haben wir für Upgrades? Brown, Allen, Lino, Sprinkle, Thomas, Bates, Jordan Love. Okay, let's go. Wir machen alles automatic. Ich truste einfach mal, dass Madden hier eine gute Entscheidung getroffen hat. Und dann jumpen wir rein ins Game. Ja, Leute, tut mir leid, dass er jetzt so Druck gemacht hat und wir dadurch das hier nicht mehr in Ruhe uns angucken konnten. Boah, Digga, Heavy Rain ist natürlich ekelhaft. Wir sind bei den Browns zu Hause. Ich bin super, super, super gespannt. Seine beiden Siege, wie gesagt, waren sehr eng. Deswegen ist meine Hoffnung hoch, dass er vielleicht gar nicht so gut ist. Aber selbst wenn er gar nicht so gut ist, er hat ein 86er Overall Team hier mit den Browns. Also so oder so wird das sehr, sehr schwer. Der Return ist doch schon mal okay bis zu 28. So, Leute, 1. und 10, wir laufen den Ball erstmal. Okay, das war ein gutes Tackle noch, um hier Größeres zu verhindern, aber trotzdem 5 Yards sind stabil. Also, Bro, Samuel ist tatsächlich Trash. Oder ist es Love, der den Ball nicht anbringen kann? Die Slant war schon wieder sowas von offen, Digga. Und wir werfen hier einen Pick. Also, ich hätte den nicht geworfen, wenn ich mir nicht zu 100% sicher gewesen wäre, dass das ein Catch sein muss, Digga. Also wirklich ganz, ganz dumm. Ganz, ganz dumm, dass wir hier jetzt direkt schon wieder einen Pick haben. Ja, ich habe mit einem großen Lauf, einem viel zu großen Lauf. Also, Digga, terrible Start in dieses Spiel. Aber gut, dann werde ich die Slant auf jeden Fall nicht mehr werfen, weil das ist jetzt schon zum zweiten Mal in zwei Spielen passiert, dass die einfach überhaupt nicht ankommt. Und ja, auf sowas habe ich keinen Bock. Austin Hooper macht hier, was weiß ich, für akrobatische Moves, Alter, und tankt sich durch für den First Down. Okay, das ist nochmal gestoppt. Okay, das ist auch incomplete. So, third and goal. Mal sehen, was hier passieren wird. Er passt den Ball wieder. Oh mein Gott, warum droppt er den? Wer war denn das? Kazi, 87er oder 78er Safety, droppt hier die Interception. Und er geht direkt dafür. Das ist interessant. Das ist wirklich sehr interessant. Mal sehen, ob er jetzt laufen wird. Ja, er läuft den Ball. Oh, hat der ein Glück, dass der Nick Chubb hat, Alter. Das hätte eigentlich ein Stopp sein müssen. Aber nicht gegen Chubb. Ich muss auch sagen, wir werfen mit Love in dieser Liga verdammt viele Interceptions. Ne? Also unser Wert, glaube ich, mit Touchdowns und Interceptions ist richtig scheiße. Oh. Okay, let's go. Let's go! Alter Henry, let's go, Digga. Hätte der noch ein bisschen mehr Speed, wäre er weg gewesen. Aber ja, ich glaube, Touchdowns zu Interceptions ist sehr, sehr mau. Play-Action. Ich habe schon längst geworfen, aber das hat er leider nicht geschafft, den Ball rauszuwerfen. Garrett holt hier einen fetten Sack. Snap! Nice, First Down haben wir hier mit Samuel geholt. So, wir werden den Ball laufen. Alter, gutes Play von Njoku. Das hätte auch mal gut und gerne ein Pick werden können. Aber ich glaube, der ist nicht so gut. Also ich glaube, wir haben hier eigentlich ganz gute Chancen. Aber wenn ich das jetzt sage, dann müssen wir natürlich auch hier gewinnen. Ansonsten wäre es ein bisschen traurig. Okay, er macht die Mitte da sehr doll zu. Wir probieren es trotzdem mit einem Lauf hier. Jawohl, Alter. Weil wir Henry haben. Also Ausgleich dadurch, dass wir halt auch einen guten Running Back haben, um ehrlich zu sein. Mal sehen, ob wir einen extra Punkt reinmachen können. Jawohl. Und damit führen wir sogar, Digga. Let's go! Er kommt bisher sehr oft mit dem Fullback raus. Also sieht immer sehr doll nach Lauf aus. Diesmal ist es auch wirklich einer. Ja, das sind viel zu viele Yards, um ehrlich zu sein. Pitch kommt. Aber das ist gut gestoppt für Minus-Yard. Let's go. So, 3. und 4. Mal sehen, was er machen wird.
verpasst den Ball auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall Key to Victory hier ist den Lauf stoppen, weil er darf hier nicht immer irgendwie 8 Yards oder so mit einem Lauf machen. Wisst ihr, was ich meine? Wenn wir den stoppen, dann haben wir, glaube ich, ganz gute Chancen, aber das müssen wir halt erstmal hinkriegen. Und ich bin leider nicht so gut in der Run-Defense meistens. Okay, er passt hier den Ball. Hier ist alles zu. Okay, ich check auch langsam, warum er viele Yards after Catch hat. Er hat immer irgendeine tiefe Zone und irgendein anderer kommt underneath. Und der ist dann halt offen, weil ich meistens auf die Tiefe gehe. Okay, das haben wir ganz okay gestoppt. Vielleicht müssen wir mehr mit Flat Zones arbeiten. Aber dann kann es natürlich sein, dass er die Bälle dahinter wieder anbringt, ne? Wieder ein Pitch. Und der ist aber gestoppt. Oh, ich dachte, da komme ich ran, ey. Hätten wir stoppen können. Kommt hier ein Screen vielleicht? Nee, es kommt ein Lauf, ganz normal. Aber der ist gut gestoppt. Oh, Flagge gibt's noch. Jawohl, Holding gegen Claypool. Dadurch erst noch ein 17 jetzt für ihn. Play Action. Oh, wir hatten fast den Pick. Das hätte ein Pick 6 sein können. Okay, er wirft sehr, sehr gerne in die Flat Zones auf jeden Fall. Das können wir schon mal festhalten. Immer die kurzen Bälle, weil er irgendwelche tiefen Routen nach hinten schickt und dann die kurzen drunter hat. Und dadurch dann hofft, dass er viele Yards after the catch kriegen kann, weil man eher das hintere abdeckt, logischerweise. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Dann können wir mal gucken, was hier so gehen wird. Auch hier wieder die Underneath-Route. Wir waren fast da, haben nur 5 Yards zugelassen. Dritter und 13. Jetzt muss er sich was überlegen. Ich hoffe natürlich, dass wir ihn hier stoppen können. Dritter und 13. Mal sehen, was er macht. Okay, das ist definitiv gestoppt, Digga. Sehr gutes Play von Jamin Davis. Nur 6 Yards zugelassen. Gutes Tackle. Er wird hier wahrscheinlich einen Field Goal nehmen, ja. Vielleicht ist es auch ein Fake. Deswegen gehen wir hier ein bisschen nach hinten. Mal gucken. Und vielleicht verschießt er das auch. Den PAT hat er ja auch verschossen. Na, das geht gerade so rein, okay. Interessante Defense, der hat alle sehr nah rangestellt. Sieht nach Man-Coverage aus, wir probieren es. Probieren wir es trotzdem mit einem Screen? Wir probieren es einfach mal. Ah ja, das war keine gute Idee durch die Man-Coverage, weil Henry direkt abgecovert. Wir haben ein Run-Option-Spiel sogar am Stissel, 2.12. Mal sehen, was hier gehen wird. Oh ja, da ist viel Platz. Ach komm, hol doch das First Down, Henry. Henry hat X-Factor aktiviert. Ich hoffe, wir kriegen hier ein First Down. Jo, und noch deutlich mehr. Let's go. Boom, Digga. Stark, Alter, let's go. Erster und 10. Mann, ey, Love. Komm schon, Digga, das wäre ein Touchdown gewesen. Samuel wäre doch weg gewesen, Alter. Der bringt die Bälle nicht an. Das war im letzten Spiel doch auch schon das Problem. Oder im vorletzten, keine Ahnung. Gibt's doch überhaupt nicht, ey. Hallo, ich dachte X-Factor, er schüttelt das erste Tackle immer ab. Mann, Alter, Love hat uns hier schon wieder den Touchdown gekostet, ey. Das regt richtig auf. Okay, er blitzt fett und wir holen hier das First Down. Wir werden den Ball laufen. Ja, das war jetzt nicht so geil, 2 Yards. Mal sehen. Ey, Bruder! Was hat der für ein Problem, Digga? Der hatte nicht mal Druck. Love verkackt uns hier einfach die Drives. Also, was soll sowas? Let's go. Guter Wurf und guter Catch, Mann. So, 1. und 10, wir werden den Ball laufen. Jawohl, Alter, let's go. Let's go, Henry. Good job, Mann. Vielleicht haben wir hier sogar ein bisschen zu schnell gescored, weil jetzt hat er noch 2 Minuten Zeit. Oh, shit. Kacke, Digga. Mann. Jetzt hat er noch 2 Minuten Zeit und 3 Timeouts, um hier zurück zu scoren. 1. und 10. Er ist wieder mit Fullback da. Läuft den Ball hier auch, aber das, wow. Wäre eigentlich gut gestoppt. Chubb tankt sich aber wie sonst was durch. Wie ein Irrer. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Nächster Lauf wieder. WTF? Einfach zweimal das gleiche Play, lol. Damit habe ich nicht gerechnet. Hallo, komm doch aus dem Block raus. Pick, pick, pick. Let's go. Yes, sir. Gib mir ein paar Blocks, gib mir ein paar Blocks. Let's go. Let's go. Let's go, Moore. Komm schon. Yes, sir. So, können wir jetzt mal bitte den Extrapunkt reinmachen? So, der müsste doch reingehen. Wow. Okay, wegen dem Wind und dem Regen. Krasser Scheiß, Alter. Digga, ey, jetzt führen wir nur mit 10 Punkten. Das könnte uns noch zum Verhängnis werden. Dann müssen wir aufpassen. Bro, wegen dem Regen haben wir halt auch voll die schwachen Picks. Okay, anscheinend, Kicks meine ich. Anscheinend ist er nicht am Controller gerade. Gutes Play von Holcomb. Guter Hit von Moore, Alter.
30 Sekunden noch. Jawohl, fast nochmal gesackt. 6 Sekunden Zeit noch. Wow, ich war nicht ready. Jawohl, Alter, er wird gesackt, Junge, let's go. So, erstmal gucken jetzt, was geht. Oh, ich renne noch weg. Aber er droppt den Ball, let's go. Oh, das gibt's nicht. Okay, guter Pass. Das war ein guter Pass. Ja, damit kann ich auf jeden Fall leben. Ja, Jeffers mit dem Pick. Let's go. Let's go, Alter. Wieder der Rookie-Linebacker Jeffers. Huh, let's go, man. Jeffers macht einen guten Job. Der hat zwar nur 69er overall, glaube ich, aber 89 Speed auch dazu. Und der macht echt einen guten Job. Henry hat nach wie vor X-Factor. Das könnte jetzt brutal werden. Mal sehen, was Henry hier reißen kann. Oh, yes. Oh, yes. Oh, was war das für eine Animation? Aber auf jeden Fall First Down geholt. So, nächster Lauf kommt hinterher. Auch da ist super viel Platz. Und das ist Henry für den nächsten Touchdown, oder? Ah, oh, schade, ich dachte schon, Alter. Was ein Cutback von Henry da auch an der Stelle. Let's go. Let's go, Alter. Jo, das ist gut gestoppt, Alter. Ah, incomplete, let's go. Let's go. 4. und 3, wird den Ball punten, aber falls es ein Fake ist, gehen wir hier in so eine man-mäßige Coverage. Mal sehen, es ist kein Fake. Okay, wir kriegen den Ball zurück und können hoffentlich in unserem nächsten Drive wieder scoren. Erstmal fair catch und wir starten an der 30. So, wir haben eine Run-Pass-Option. Den hätten wir auf jeden Fall auch passen können, aber trotzdem immerhin 4 Yards. So, 2. und 6. Druck kommt. Na, war der noch inbounds? Ne, war er nicht. Das war irgendwie mau. Wir haben gerade mal 52 Yards geworfen. 3. und 6. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Let's go, Samuel, renn! Oh, was schon wieder für eine Animation. Die hätte uns den Touchdown kosten können, wenn er da näher gecovert hätte. Also diese Animation bei Madden finde ich immer sehr schwierig. Aber hey, Touchdown auf Curtis Samuel, tiefe Bombe, let's go. So, Alter, wir führen 33-9 gegen die 86er 2-1 stehenden Browns. Also muss ich schon sagen, ziemlich geil bisher gelaufen für uns. Und wir sind gerade mal im 3. Viertel. Wenn wir jetzt weiter ganz normal standhalten, dann sollte das Spiel gelaufen sein. Ja, das ist ein schönes Play von der Defense. Na, ah, komm da raus aus dem Block. Digga, immer diese überunnötigen Pitches, die viel zu weit gehen, ey. Okay, damit kann ich leben. 2. und 3, mal sehen, was er macht. Wieder ein Pitch. Ja, den hat er gut zurückgecuttet für den First Down hier. Ah, nee, das sind nur 3 Yards. Damit kann ich arbeiten. Oh, okay, gute Defense. 3. und 7. Das ist viel zu einfach. Da hätte Jamin Davis mal sehr gerne auch schneller reagieren können. Lol. Wieder der Pitch, Alter. Ah, okay, Chubb tankt sich einfach mal durch 2 Leute gleichzeitig durch. So, Leute, wir blitzen jetzt und spielen Man-Coverage, weil... Warum nicht? Wir probieren es einfach mal. Okay, der ist incomplete. Nächster Blitz hinterher. 2 Linebacker kommen diesmal geblitzt. Okay. Guter Late Hit hier noch, aber das war natürlich blöd, dass wir ausgerechnet bei dem Play, wo er auf ihn wirft, blitzen, ne? Weil dadurch war da halt eine riesige Lücke. Er geht für 2. Okay. Mal sehen. WTF. Bruder. Okay, wir führen nur noch mit 16 Punkten. Das sind 2 Touchdowns mit 2 Two-Point-Conversions. Wir sollten jetzt also auf jeden Fall probieren, in diesem Drive sehr viel Zeit runterlaufen zu lassen und natürlich bestmöglich zu punkten. Zum Glück haben wir hier nicht gefummelt, Alter. So, mal sehen. Okay, wir werden gesackt, obwohl wir da ein riesiges Window gehabt hätten. Hätten wir eine Sekunde länger gehabt, wäre das ein fettes Game gewesen. Er macht jetzt natürlich voll den Run zu. Mal sehen, was hier gehen wird. Nein, das gibt es nicht. Dieser Wurf war schon wieder so schlecht, Alter. Weil der halt wieder beim Sacken geworfen hat, Alter. So unnötig. Wirklich so krass unnötig, diese 2 Interceptions, ey. Beide. Beide wirklich völlig unnötig. Komm, gib uns einen Pick.
Oh, Kohogan, komm schon, es hätte ein Pick sein müssen. Mann. Also auf gar keinen Fall lassen wir hier jetzt ein Comeback zu, Digga. Das wäre das absolut dümmste der Welt, wenn der hier jetzt ein Comeback startet und es auch noch funktioniert. Das wäre wirklich absolut hohl. Da mache ich nicht mit. Wir werden ihn hier jetzt stoppen. Fumble oder Pick. Let's go, Defense. Komm, Fumble oder Pick. Okay, eigentlich hatten wir den sehr, 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 sehr früh gestoppt. Tankt sich hier natürlich wieder durch, typisch für Chubb. Mal sehen. Oh, das gibt's nicht, ey. Schon wieder alles so krass knapp, Mann. Digga, ist das unnötig. Wir lassen hier jetzt nochmal eventuell was anbrennen, ey. Ist das unnötig. Hier ist alles zu. Let's go. Oh mein Gott, let's go. Renn, Jamin. Renn, Jamin. Renn, Jamin. Come on, come on, come on, come on. Let's go, Digga. Let's go, Mann. 2 Punkte nochmal vor uns oben rauf, ey. So, damit führen wir mit 12 Punkten. Also muss er jetzt wieder mindestens 2 Touchdowns scoren. Und ich hoffe doch mal, dass sich damit dieses Spiel erledigt hat. Er blitzt jetzt, glaube ich, immer sehr viel, ne? Wir werden jetzt trotzdem den Ball laufen. Kein Bock, wieder so eine unnötige, dumme Interception zu haben, die uns dann hier im Endeffekt vielleicht noch das Spiel kosten wird, Alter. Henry hat den X-Factor gerade verloren mit diesem Play. Das war natürlich blöd. 2010. Ja, das sind immerhin 6 Yards. Let's go. Let's go, Alter. Let's go. Let's go. Let's go, Digga. Und damit sollte dieses Spiel auf jeden Fall gewonnen sein, Mann. Extra Punkt geht wieder daneben. Aber wie auch immer. So, Leute, ich musste ganz kurz auf Klo. Ich weiß jetzt nicht, was passiert ist. Aber er ist ja hier an der 43. Also anscheinend ist was ziemlich Gutes passiert. Alter, guter Hit von Jeffers wieder. Nice. Ja, 2001. Oh, wir rennen dran vorbei. Mann, ey. Aber dafür macht Jeffers sein nächstes Tackle. Okay, der ist incomplete. Ich renne wirklich immer dran vorbei, ey. Das ist so schlecht von mir. Dritter und Dry, er lässt sich Zeit. Kommt da noch was? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Jawohl, nice. 4 und 3 ist dadurch. Er geht natürlich dafür, würde ich definitiv auch machen in seiner Situation. Mal sehen. Oh, das ist nochmal ein Pick für St. Jude's. Let's go. Wir knien ab oder lassen uns tackeln. Hä? Okay, let's go, Alter. So, Leute, wir werden den Ball abknien und damit die Zeit auslaufen lassen. So, Leute, wir gehen einmal in die Stats rein und gucken uns das Ganze an, was hier so passiert ist. 105 Rating, 8 von 13 für 198 Yards, 3 Touchdowns, aber auch 2 unnötige Interceptions. Kann man aber mitarbeiten. Das Rating ist noch über 100, also das ist auf jeden Fall stabil. Rushing haben wir 15 Attempts für 169 Yards, 11,2 im Durchschnitt, 2 Touchdowns. Sehr, sehr schön von Henry hier. Receiving haben wir Njoku mit 3 Receptions für 103 und 1 Touchdown und Curtis Samuel hat 3 Receptions für 92 und 2 Touchdowns. Ansonsten hat noch Gibson einen Ball gefangen und Henry einen Ball gefangen. Also wir haben tatsächlich sehr, sehr wenig offensiv hingelegt, aber die beiden hier, die haben ein geiles Spiel abgeliefert. So, und in der Defensive haben wir Total Tackles Jamin Davis mit 8, alter Schwede. Jeffers müsste aber eigentlich, obwohl, Jeffers hat nur 2 Tackles? Echt? Das kam mir auf jeden Fall deutlich mehr vor. Tackles for Loss hat Jamin Davis auch 2. Und die beiden Cornerbacks jeweils 1. Nice. Sacks hat Chase Young 1. Sehr schön. Und Interceptions haben wir mit St. Juice, mit Jeffers und mit Moore 1. Mit Moore sogar für einen Pick 6. Und Jamin Davis hat ja eigentlich auch noch einen Pick 6 geholt. Das war aber bei einer 2-Point-Conversion und nicht bei einem richtigen Play. Deswegen zählt es hier anscheinend nicht mit rein. Aber auf jeden Fall solide Leistung. GG natürlich an den Kollegen. Oh yes, wir haben Upgrades und zwar richtig geile. Alter Schwede, let's go. Brandon Scherf erstmal, gucken wir selber mal rein. Power oben rauf und er kriegt Lead Block, Pass Block, Power, Run Block, Run Block, Power und Strength. Sehr geil. Sweat gucken wir auch mal selber rein. Speed Rusher natürlich oben rauf. Was bekommt er da? Kriegt er nochmal Speed? Awareness, Finesse Moves, Player Recognition und Tackle. Okay, sind gute Werte. Dudley Gibson will ich auch gucken, was der so bekommt. Ich habe gehört, am ehesten kriegt man
Speed oben rauf, wenn man den Slot ausbessert. Deswegen machen wir mal hier einfach den Slot. Ah, okay. Aber Catching-Werte sind auch wichtig, Awareness auch und Injury ist natürlich auch schön. So, die anderen lassen wir automatisch upgraden. Und dann müssen wir hier nochmal einmal check-innen. I like what we have going here, Coach. Teams are going to be terrified about how to defend us if we show that we can run or pass at will. Ja, okay, stimmt. Aber Digga, du hast auch 2 Interceptions geworfen. That's the goal. Most defenses only get a week to prepare for us. And if we can keep showing teams new ways to be effective, they're simply not going to have time to stop us. Your entire offensive line will have +5 run block power and run block finesse for the next 2 games. Geil, Alter. Ground beef. Das ist sowieso wichtig, weil, ne, wir rennen sehr gerne. Derrick Henry will have +5 break tackle and carry for the next 2 games. Wild. Dann haben wir noch Rain Game. Haben wir 150 Yards rushing? Nee, oder? Oder? Hatten wir 160 oder so? Kann es sein? It seemed obvious given the conditions that the running game would play a huge role in who won. Who do you credit most? Running backs? Digga, natürlich die O-Line. Hallo? Ohne die geht nix. Those big guys up front had a huge day. It's hard to get much push when you're standing in water every snap, but they really bullied them up front and paved the way for big yardage. Yes, sir. All offensive linemen will have +3 run block power and run block finesse for the next game. Das ist wild, Alter. Also nächstes Spiel sollte es laufen, im wahrsten Sinne des Wortes. So, Leute, nächstes Spiel wird gegen die Lions sein. Deswegen lasst uns mal gucken, wie die aktuell stehen. Ah, shit. Lions sind 3-0. Ah, okay. Mal sehen, was sie hier in der 4. Woche machen werden, aber das könnte sehr, sehr schwer werden. Aber gefühlt könnte bisher jedes Game sehr, sehr schwer werden und das sage ich auch gefühlt bei jedem Spiel. Deshalb, ich würde sagen, wir lassen uns überraschen. Wir stehen 3-1, sind damit also weiterhin gut im NFC East Race drinnen. Giants sind natürlich ganz vorne, aber sowohl Eagles als auch Cowboys stehen beide 1-2. Also das ist schon mal schön. Gut, Leute, dann war es das auf jeden Fall mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Abonniert natürlich, falls ihr neue Serie nichts mehr verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, man sieht sich im nächsten Video. Bis dahin, euer Eric.